Hi, ich bin die letzten Jahre sehr viel mit meinem Kameraequipment durch die Gegend gereist, hauptsächlich in Europa, aber ich war mehrfach in Portugal, mehrfach in Spanien, mehrfach in Italien, in Frankreich. Also ich bin gut rumgekommen. Und eine Frage, die sich dann natürlich immer wieder stellt, ist, wie du deine Kameraausrüstung vor Diebstahl schützen kannst, wenn du auf Reise bist. Ich bin ehrlich, ganz viel davon lässt sich einfach darauf runterbrechen, dass du deinen gesunden Menschenverstand einsetzen musst. Und wenn du das tust, bist du wahrscheinlich schon mal bei 90-95% der Zeit eigentlich sehr gut abgedeckt. Aber weil das natürlich sehr abstrakt ist, schauen wir uns jetzt ein paar Tipps an, die ich selber nutze und die dir vielleicht noch einen kleinen Aha-Moment geben. Zum einen ist es natürlich sehr sinnvoll, die Umgebung zu recherchieren. Und klar, das ist ein offensichtlicher Tipp, aber ehrlicherweise, ich finde, wenn du Sachen googelst, ist es nicht immer so einfach erkenntlich, was jetzt irgendwie vielleicht Regionen und Gebiete sind, wo du dich besser ein bisschen fernhältst. Und was ich sehr praktisch finde, ist einfach, wenn du mit den Locals, die vor Ort sind, einfach redest und die halt nach ihren Erfahrungen fragst, wo irgendwie sichere oder unsichere Orte sind und wo du vielleicht besonders aufpassen solltest. Gerade wenn wir in eine neue Stadt kommen, eine Sache, die wir eigentlich fast immer am ersten oder zweiten Tag machen, ist eine kleine Stadtführung. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen. Wir machen meistens eine Free-Walking-Tour, das heißt, du kommst einfach hin und zahlst eigentlich nichts für die Stadtführung, sondern du gibst halt dem Guide am Ende dann Trinkgeld, je nachdem, wie gut oder schlecht die Tour war. Wir hatten zwar durchaus schlechte Erfahrungen und weniger gute Touren, aber definitiv die Mehrzahl aller Touren sind sehr hochwertig und du bekommst halt immer mit, wie die Leute so von dem Ort erzählen. Und zum Beispiel in Paris hatten wir eine Dame als Guide und die hat halt sehr ausdrücklich gesagt, dass es halt gewisse Orte gibt, wo sie schon tagsüber nicht gerne hingeht und nachts, wenn sie irgendwie alleine als Frau unterwegs ist, definitiv nicht irgendwie dorthin fahren würde und komplette U-Bahn-Stationen oder halt Distrikte meidet. Und wenn du halt auf dein Kamera-Equipment gut aufpassen willst, dann ist es halt für dich eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Okay, wenn sie da nicht als Frau alleine hin will, dann willst du da auch nicht mit teurem Equipment hingehen. Außerdem kriegst du auf solchen Touren auch meistens ganz gute Hinweise, was so die typischen Scams sind oder an welchen Orten du besonders doll auf Taschendiebe aufpassen solltest. Aber du musst jetzt nicht wie wir jedes Mal eine Tour an einem Ort machen. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du in einem Hotel bist, an der Rezeption vielleicht mit den Leuten fragen, die dort arbeiten, ob die dir vielleicht ähnliche Tipps geben können. Oder du kennst vielleicht auch an sich jemanden, der aus der Region kommt, dann kannst du auch einfach mit dem ein bisschen quatschen und dir von dem ein paar Tipps einholen. Also wie gesagt, die Möglichkeiten sind relativ vielfältig, aber ich finde halt, von den Einheimischen kriegst du mit die besten Tipps, wenn es um die Sicherheit an einem bestimmten Ort geht. Der nächste Punkt ist auch wieder relativ selbsterklärend, aber du solltest auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl hören. Wenn du jetzt halt an irgendeinem Ort bist, der dir ein bisschen seltsam vorkommt und an dem du dich nicht so wohl fühlst, dann ist es wahrscheinlich besser, sich irgendwie woanders umzuschauen oder zumindest nicht die Kamera dort dauerhaft draußen zu haben. Zum Beispiel, als ich in Lissabon war, in der Nähe von Alfama, diesem ganz alten Stadtviertel, das es dort gibt, da hatte ich bisher so die unangenehmste Begegnung eigentlich. Und obwohl Alfama eigentlich sehr touristisch ist, das war jetzt nur so zwei, drei Querstraßen weg, aber das hat sich schon irgendwie ein bisschen seltsam angefühlt, es war alles ein bisschen runtergeranzt und irgendwie die Leute, die da rumgelaufen sind, sahen jetzt auch nicht so normal aus. Und ich habe einfach nur eine ganz normale Straße fotografieren wollen, ohne jetzt irgendwie ein bestimmtes Motiv rauszuisolieren oder eine bestimmte Person rauszuisolieren. Und der eine Dude ist sehr wütend schimpfend auf mich zugekommen. Und das ist jetzt zwar nicht der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich kriege jetzt gleich meine Kamera gestohlen, aber es ist trotzdem der Moment, wo ich mir so denke, okay, dann packe ich mein Zeug einfach weg und versuche einfach irgendwie einen anderen Ort zu finden, wo ich fotografieren kann und lege es halt nicht darauf an, dort länger unterwegs zu sein. Passend dazu solltest du natürlich noch bedenken, dass eine Gruppe dir immer mehr Sicherheit gibt, wie wenn du alleine unterwegs bist. Also zum Beispiel von der Geschichte, von der ich dir gerade in Lissabon erzählt habe, da war zum Beispiel meine Freundin dabei und ich war nicht alleine unterwegs. Und logischerweise, wenn du alleine bist, bist du natürlich angreifbarer, verletzlicher. Und dann ist halt auch das Risiko höher, dass du in unangenehme Situationen kommst und dein Kameraequipment eventuell gestohlen wird. Es gibt natürlich auch Nachteile, in Gruppe unterwegs zu sein. Du bist nicht so flexibel. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin tendenziell eigentlich lieber alleine fotografieren, weil ich das kreativer finde und von anderen Leuten halt beim Fotografieren oft ein bisschen abgelenkt bin. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen, ich fühle mich irgendwo nicht wohl und es ist irgendwie mir zu unsicher und ich mache gar keine Fotos, weil ich mich nicht hintraue oder nicht hingehen will, zu, ich bin vielleicht nicht ganz so kreativ, aber ich habe wenigstens eine Gruppe um mich und habe wenigstens die Möglichkeit, dieses Gebiet irgendwie erkunden zu können und vielleicht dabei das ein oder andere Foto zu machen, dann ist Gruppe zumindest für mich immer noch die bessere Wahl. Zusätzlich, ich hoffe, da muss ich jetzt nicht zu viel Zeit drauf verschwenden, aber die Kamera am Körper zu halten, ist natürlich immer eine schlaue Idee. Ich nutze jetzt hier halt einfach einen Schultergurt. Warum es genau dieser geworden ist, habe ich dir in dem Video hier oben erklärt.
wert. Aber es gibt ja auch genug andere Varianten wie, keine Ahnung, Nackengurt oder eine Handschlaufe oder sowas. Aber gerade wenn du irgendwo bist, wo du dich nicht wirklich gut auskennst, dann würde ich sehr ungern eigentlich meine Kamera außer Hand geben. Gerade wenn du sie irgendwelchen Leuten geben müsstest, die du halt nicht kennst. Noch ein weiterer Tipp, um dich halt gegen den Diebstahl zu schützen, ist sich halt genau mit den ganzen Tricks von Scammern und Taschendieben mal genauer zu beschäftigen. Also ich habe zum Beispiel mal vor einer Weile ein Video gesehen, ich glaube, das war von Wired, ich weiß aber nicht mehr genau. Und die haben halt mal einen Taschendieb, / Zauberkünstler interviewt, der halt sehr gut darin war, Leuten Sachen aus den Taschen irgendwie zu klauen und zu sagen so, ey, ist das deins? Und was ich da halt gelernt habe, ist, dass ganz viele von diesen Taschentricks darauf beruhen, dich physisch an irgendeiner anderen Stelle abzulenken. Das heißt, gerade wenn irgendeine Person, die du nicht kennst, auf dich zukommt und halt irgendwie sehr physisch ist und irgendwie, keine Ahnung, die Sachen in die Hand drücken will oder irgendwie an dir rumtätschelt oder sonst irgendwas, das hätte ich früher vielleicht einfach so als ein kulturelles Ding irgendwie abgetan. Mittlerweile ist es für mich viel mehr ein Red Flag geworden und ich bin mir viel bewusster darüber, dass ich aufpassen sollte, dass jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich auf einmal eine leere Tasche habe. Und genauso, da kommen wir dann jetzt wieder zum gesunden Menschenverstand. Wenn halt irgendeine Person zu mir hinkommt und mich irgendwie anfängt, zu meinem Kameraequipment zu befragen und so ist so, ah, das ist aber irgendwie eine schöne Kamera, ist die denn teuer? Dann bin ich jetzt nicht blöd genug, dem zu sagen so, ja klar, das ist eine Sony mit einem teuren Objektiv, vielleicht so 4.000 € wert als Setup. Finde ich halt einfach todesblöd, wenn du einfach wildfremden Leuten sagst, wie teuer dein Kameraequipment ist. Und wenn ich halt solche Fragen bekomme, dann habe ich erstens keine Ahnung, wie viel das wert ist, weil das ist eigentlich das alte Equipment von meinem Opa, als der sich Neues gekauft hat. Habe ich das einfach geschenkt bekommen und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber für meine Urlaubsfotos reicht, weil ich halt nicht weiß, ob mein Gegenüber tatsächlich irgendwie interessiert an Kameraequipment ist. Oder halt irgendwie checken will, ob es irgendwie sich lohnt, das zu klauen oder nicht. Noch ein Punkt ist natürlich, dass du sowohl einen unauffälligen Kamerarucksack als auch unauffälliges Kameraequipment dabei hast. Was meine ich damit? Also zum Beispiel, mein Rucksack ist halt der hier. Und ich kann halt hier unten mein ganzes Kameraequipment verstauen. Das ist so eine gepolsterte Tasche. Und hier oben, das ist halt weich für, keine Ahnung, Jacke, Trinken, was weiß ich was. Und der Rucksack ist jetzt halt nicht super praktisch, aber er passt halt als kleiner Rucksack in meinen großen Rucksack. Das habe ich dir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Aber ich glaube, meine Freundin hat noch ein besseres Design, jetzt einfach einen normalen Standardrucksack genommen, so einen kleinen Kameracube, wo sie ihr Zeug drin hat und packt den einfach in ihren großen Rucksack rein. Weil, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, es gibt halt gewisse Kamerarucksäcke, die dich anschreien, dass sie ein Kamerarucksack sind. Ich finde vor allen Dingen, ich glaube, Lowpro ist die Marke. Das sind auf jeden Fall diese Rucksäcke, die so ein gestreiftes Design haben. Ich blende dir einfach mal ein Bild ein. Und so einen hatte ich selber früher. Aber also als Fotograf weißt du sowieso, dass das ein Kamerarucksack ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass wer sich damit beschäftigt, Kameraequipment zu klauen, wahrscheinlich früher oder später auch weiß, dass das ein Kamerarucksack ist. Das heißt, wenn du deine Kamera gerade nicht draußen, sondern weggepackt hast, man dich aber mit dem Rucksack sieht, dann bist du trotzdem halt ein attraktiveres Ziel für irgendeinen Taschendieb. Allein halt nur, weil die Wahrscheinlichkeit, dass teures Equipment in deiner Tasche ist, deutlich höher ist, weil der Rucksack allein nur danach aussieht. Gleichzeitig würde ich mir halt auch Gedanken darüber machen, ob du besonders bekannte Kameras mitnehmen willst. Also zum Beispiel Leicas haben halt den Ruf, dass sie sehr teure, sehr hochwertige Kameras sind und sind halt sehr markentypisch gekennzeichnet durch diesen roten Leica-Punkt. Das heißt, man erkennt sie halt auch relativ gut. Und jetzt gerade so Sony-Kameras, die sehen alle sehr ähnlich aus und gerade auf die Distanz könnte ich dir jetzt oftmals nicht sagen, ob das jetzt eine Sony A7 III ist, die ist ja mittelklassemäßig, oder ob es eine A9 oder eine A1 ist, die halt einfach sehr, sehr, sehr teure Kameras sind. Oder halt alternativ auch bei dieser ganzen Fujifilm X100-Reihe. Die haben halt mittlerweile so einen Kultstatus erreicht, dass selbst Nicht-Fotografen diese Kameras erkennen und sich auch relativ gut darüber bewusst sind, dass die im Sekundärmarkt sehr viel Geld bringen, was dich natürlich auch wieder zu einem lohnenswerteren Ziel macht. Das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Wenn du mehrere Kameras besitzt, was mir völlig klar ist, dass es nicht für jeden zutrifft, aber du kannst halt überlegen, ob du wirklich deine teuerste Ausrüstung mit auf deinen Urlaubstrip nehmen musst, gerade wenn du in ein Gebiet gehst, wo du halt nicht genau weißt, wie die Sicherheitslage ist und du halt erwartest, dass es ein größeres Risiko ist, dass du irgendwas geklaut bekommst und du dann halt, wenn was passiert, wenigstens nicht deine teuerste Ausrüstung verlierst. Klar, ist immer noch ärgerlich, aber es ist ärgerlicher, irgendwie eine teure Leica geklaut zu bekommen im Vergleich zu irgendeiner Sony APS-C-Kamera. Und mein letzter Tipp, hilft zwar jetzt auch nicht zwingend gegen Diebstahl, aber hilft vielleicht dabei, deine Sachen wiederzubekommen. Und da müsste ich mich eigentlich mal an der eigenen Nase fassen, weil ich das seit 2 Jahren eigentlich schon vorhabe, aber immer noch nicht umgesetzt habe. Aber du könntest einfach irgendwo einen AirTag in deine Kameratasche reintun. Dann kannst du nämlich wenigstens noch versuchen, das relativ zeitnah wiederzufinden. Gerade wenn du das tracken kannst und halt mit diesem Tracking-Ding zur Polizei gehen kannst, dass du einfach mit denen zusammen irgendwie vielleicht dein Zeug wiederfindest. Anstelle von so einem Apple AirTag könntest du natürlich auch irgendeinen anderen GPS-Tracker nutzen. Ich habe mir das aber mal grob angeschaut. Die meisten GPS-Tracker brauchen ja meistens noch ein Monatsabo dazu. Und dann ist es halt nur als so zusätzlichen Schutzlayer, wo du noch nicht mal weißt, ob das wirklich funktioniert.
mir irgendwie zu kostspielig und nicht wirklich lohnenswert für den Einsatz, den ich halt bräuchte. Und klar, ein AirTag ist jetzt auch limitiert. Das ist jetzt kein GPS-Tracking, sondern du brauchst halt andere Apple-Geräte in der Nähe, die halt diesen Tag lokalisieren können. Das heißt, wenn du halt irgendwo sehr ländlich bist, wo es keine iPhones oder sonstige Apple-Sachen gibt, dann bringt auch der AirTag nichts. Aber wie gesagt, prinzipiell wäre das noch eine Möglichkeit, deine Sachen eventuell wiederzubekommen, falls sie dann mal gestohlen werden. Bislang habe ich aber Glück gehabt und habe noch nichts geklaut bekommen. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wie gesagt, die meisten Sachen, die ich gesagt habe, sollten relativ logisch sein. Aber vielleicht war trotzdem der ein oder andere Tipp dabei, der dir weitergeholfen hat. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.